habe jemand anders noch hier mitgebracht. Ich bin Peter Sloterdijk. Und der hat in einem Buch, in dialogischen Untersuchungen, Sonne und der Tod heißt es. Das kann ich sehr empfehlen, weil es gibt so einen Gesamtüberblick über sein Werk, zumindest zur damaligen Zeit, auch etwas Wunderbares über das Theater geschrieben. Und ich möchte mich da mit dir hindenken, Christiane. Und er schrieb, oder er sagte das vielmehr dann in diesem Gespräch, Theater ist eine Klammerinstitution, eine Art von ästhetischem Orakel, ein teuer bezahlter, aber in seiner Leistungskraft noch lange nicht zu Ende durchdachter Ort, an dem das Auftauchen, das zur Sprache kommen und das Sichtbarwerden des bis dahin Unsichtbaren sich vollziehen kann. Es ist eine mirakulöse Institution. Man kann nicht genug darüber staunen, dass es einer Gesellschaft zuweilen gelingt, ihr Unbewusstes an bestimmten Schauplätzen spielen zu lassen. Es ist ja interessant, wenn man sich das vorstellt, also wenn man das jetzt so sieht, wie der Sloterdijk, den ich übrigens mal in der Bahn getroffen habe. Hier in München, ne? Nee, nein, er hat mich von Bayern Bahn irgendwo hingefahren. Okay. Hatte er, glaube ich, gerade. Das ist echt nicht wahnsinnig interessant. Jetzt will ich aber weg, na, pass mal auf. Ist es doch interessant, wenn sich das tatsächlich so verhalten würde, ich stimme der Sache zu, warum dann nur 5% aller Menschen, die Möglichkeit haben, ins Theater zu gehen, also damit meine ich, es gibt ja sehr entlegene Gegenden, wo es kein Theater gibt, nur 5% der Menschheit gehen. Weil wenn ich das höre, wäre es doch eine essentielle Geschichte. Mhm. Ist aber nicht so. Und es ist gar kein Vorwurf an die Leute, die nicht gehen. Ja. Aber das ist doch interessant, oder? Mhm. Ja, von dem Aspekt ist es auch interessant. Wäre es nicht so zu beantworten, dass es auch eine Angst gibt zu diesem Unbewussten? Also das setzt ja voraus, dass der Mensch auch damit in Begegnung kommen will mit seinem Unbewussten. Aber vielleicht will das eben nicht und weiß um diese Kraft des Theaters. So könnte man es doch auch denken. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein. Nein. Du meinst, wenn das klarer würde vielen, dann wäre das sogar eine Attraktion, noch mehr dahin zu gehen, um eine Art therapeutischen Effekt zu haben. Du sprachst ja vorhin auch von Katharsis. Ja, könnte zumindest eine Möglichkeit sein. Wobei, sparen Sie sich Ihren Therapeuten, gehen Sie ins Theater. Kein schlechter Slogan. Das ist doch eher, wie heißt der andere? Keine Coach, nicht auf die Couch, sondern Coach. Ja. Das ist ja jetzt das Neueste. Stimmt. Warum nicht? Ich meine, alles nützt, damit die Leute ins Theater gehen. Es gibt ja von Karl Valentin diesen wunderbaren kleinen Essay, der Theaterzwang. Ja, bitte zu lesen. Ich habe das leider jetzt nicht dabei, so gut. Und da beschreibt er, wie es geht, dass man Millionen von Menschen ins Theater zwingt. Das ist wirklich lesenswert. Valentin natürlich. Ach, sehr schön. Es ist ja so, in der DDR, wir haben auch bald ein Stück, und zwar Premiere hat es am 7. Oktober zum Jahrestag der DDR. Da ist sie vor 70 Jahren gegründet worden und vor 30 Jahren ist sie untergegangen. Phantomschmerz heißt es. Und in der DDR wurden die Leute ja ins Theater gezwungen. Und da ist man vom Betrieb ins Theater gegangen und das war so. Also ist ja jeder ins Theater gegangen, weil sie mussten. Und ich war 1990, hatten wir eine kleine Theatergruppe und der Leiter ist in Rudolstadt, das ist so an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen, also es ist in Thüringen, aber gleich bei Hof, und da ist der Intendant geworden. Und dann haben wir ein Musical gespielt, Fantastics, und da wurde keiner mehr ins Theater gezwungen, ergo kam auch keiner. Und wir hatten Glück, weil eine Architektur oder eine Architekturstudentengruppe aus dem Westen, da ist nur Westen und Osten, kam, und die hatten nichts anderes zu tun, weil da eine Todose ist, und die kamen dann zu uns ins Theater. Und da war wirklich der große Unterschied zwischen Zwang und Freiheit plötzlich, was ja sowieso ein Thema der DDR war, aber theatertechnisch auch. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn alle Leute ins Theater gezwungen werden. Du, ich habe mich jetzt aber auch ertappt. Ich bin ja echt nie für Zwang. Und als du das vorhin jetzt sagtest mit dem Wort Theaterzwang, habe ich ja spontan gesagt, schön. Und während du so sprachst und dachte ich, okay, was habe ich denn jetzt gesagt? Dass ich Zwang gut finde im Zusammenhang mit Theater, bekommt es plötzlich eine ganz neue Note. Und ich wäre dafür zumindest, wie kann man das denn machen? Gibt es so eine, jeder Bundesbürger müsste... Einmal im Jahr ins Theater gehen. Muss. Ja. Und wenn das nicht tut, zahlt er mal Steuern, oder wie willst du das? Ich glaube, leider ist es so, dass... Die Theatersteuer. Ja,
Oh, aber wir sehen ja, es ist mit der Umwelt auch nicht so ganz klappt. Wir müssen uns noch was Gemeineres ausdenken. Wobei Geld natürlich immer zieht, aber müssen wir uns allerdings. Der muss sonst ins Gefängnis. Noch schlimmer. Nein, ich weiß nicht. Irgendwas, was so schön weht. Du, wenn wir die Christiane weiter überlegen lassen, dann kommen schon noch die drakonischen Strafen. Nein, um Gottes Willen. Aber lustig wäre es natürlich. Lustig wäre es als Theaterinszenierung. Ja, dass man einmal pro Jahr, jeder einmal, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Nee, es ist nicht schlimm. Es tut nie weh.